Es kann gar nicht anders werden als ein kurzes Video, weil ich keine Zeit habe, euch aber ganz viel sagen möchte und euch auch auf dem Laufenden halten wollte. Ich fange wie immer an, erstmal mit dem, was ich gekauft habe, und wir schauen dann auch, was wir basteln. Ich habe auch sogar schon eine Idee. Ich war beim Action und habe tatsächlich das hier neu entdeckt. Ich bin diesmal unvorbereitet hingegangen und habe das hier gesehen. Ich zeige euch, was es kostet und wie es im Regal ausschaut. Und die Motive gefielen mir sehr gut, vor allen Dingen, weil ich den Eindruck hatte, dass man das vielleicht kombinieren kann mit meinen Crafty Motions Stempeln. Das werden wir aber heute nicht machen. Und ich habe das Thema im nächsten Semester mit Mini-Stempeln arbeiten. Ach guck mal, da sind ja sogar zwei große bei. Das war nämlich das Doofe, dass man hier tatsächlich nirgends sehen konnte, welche Stempel ich habe. Und ich also nur das sehen konnte, was ihr eben halt im ersten Augenblick auch gesehen habt. Ach guck mal, es ist sogar ein Leuchtturm dabei. Das finde ich ja cool. Das finde ich ja richtig cool. Und ein Bötchen. Ich glaube, dann machen wir da jetzt dann doch spontan was mit. Das reizt mich jetzt. Und dazu nehmen wir, Karteikarte? Ja, genau, Karteikarte. Und dann würde ich jetzt mit Aquarell arbeiten. Und vielleicht mit Doodling, also mit Einzeichnen. Ich überlege gerade hier, wie ich das mit der Wasserkante mache. Da bin ich noch etwas unsicher. Wie ich das Boot einfärbe. Nee, arbeite ich mit dem Stempelkissen? Da bin ich mir nicht so sicher. Sollen wir das mal versuchen? Komm, wir versuchen das mal. Aha, okay. Hä? Ich muss mal gerade einmal prüfen, ob das überhaupt irgendwie Farbe hat. Ja, aber nicht viel. Okay, also dann nehmen wir jetzt schon mal andere Stempelkissen. Ich möchte das mehr in Blau haben. Die Wellen werde ich dann einfach mit einem blauen Stift fortsetzen. Wir werden mit einem Pinselstift arbeiten. Aber mit einem, na doch, der müsste eigentlich gehen. Der ist zwar zum Teil etwas zerfranst. Wir gucken mal. Den Leuchtturm werden wir einsetzen. Den werde ich etwas höher setzen, das Meer. Und dann werden wir noch ein paar Fische da reinsetzen. Und vielleicht auch noch eine Schildkröte. Was haben wir hier noch? Und eine Qualle, das reicht dann schon. Sonst wird das Ganze ja auch zu voll. Ach guck mal, hier haben wir sogar Wellen in der Form. Das finde ich passt aber jetzt nicht so gut zum Boot, aber das könnte man natürlich auch so aneinander setzen. Sehr cool. Wenn ich es umgekehrt mache, dann könnte das die Brandung sein. Das machen wir, den nehmen wir doch auch noch mit dazu. Ja, dann suche ich mal die passenden Stempel raus. Also Stempelkissen. Entschieden, ich arbeite mit zwei Stempelkissen. Einem schwarzen, egal welches ich da nehme. Jetzt kommen wir neben das Memento. Und ich nehme ein blaues, in dem Fall von Stamping Up. Und ich möchte gerne das Boot in schwarz einfärben. Meine Finger auch offensichtlich. Und ich habe das Gefühl, ich sollte einen Probeabdruck machen. Lass mich mal gerade einmal gucken. Stempelt aber okay, also bin ich jetzt zufrieden mit. Abgesehen davon, dass mein Meer blau, schwarz ist. Aber das kriegen wir jetzt hin, indem ich einfach das nehme und hier nochmal auf blau gehe. Schauen wir mal, ob das klappt. Den setze ich einfach mal dahin. Ja, hat doch geklappt. So, dann möchte ich, probiere ich jetzt mal direkt. Ich nehme mit dem
mit dem Stift. Den mache ich auch gar nicht feucht. Also ihr könnt dann auch tatsächlich einen schmalen Pinsel nehmen. Nehme ich jetzt ein bisschen Farbe auf und versuche einfach diesen Wellen. Also ich könnte das Boot übrigens auch abkleben und dann wirklich diese Welle wieder weiter stempeln. Aber meine Überlegung ist, dass es doch auch möglich sein sollte. Ich muss es drehen. Diese Welle einfach händisch fortzusetzen. Geht. Und dann machen wir jetzt mal Folgendes. Ach so, für den Leuchtturm wollte ich rot nehmen. Dann brauche ich doch noch ein weiteres Stempelkissen. Dann nehme ich jetzt mal ein schönes altes von Color Palette und da löst sich die obere Schicht ab. Und das ist aber überhaupt nicht problematisch. Dann nehmt ihr einfach eine alte Karteikarte und löst tatsächlich die komplette Schicht ab, wenn ihr sowas habt. Weil das verklebt euch eh nur den Stempel. Und im Normalfall, gucken wir es jetzt mal, kann man das so ablösen, dass man danach wieder eine, ja, man sollte es vielleicht nicht da drauf krümmeln. Ich zeige euch mal, wie mein Mülleimer hier aussieht. Also im Normalfall kann man das so abkrümmeln, dass man danach tatsächlich eine wieder komplett funktionierende Oberfläche hat. So, da nehmen wir den Leuchtturm. Alternativ könnte ich ihn in Schwarz stempeln und mit Rot dazwischen. Aber ich fand das so schön, das als Weiß dazwischen zu haben. Ich mache das jetzt auch so, wie ich es mir gedacht hatte. So, den setzen wir etwas höher, weil der ist ja an Land. Ah, okay, das schneiden wir gleich weg. Und ihr wisst ja, das würde ich jetzt einfach mit einem Cuttermesser wegschneiden. Das mache ich ein andern Mal, ne, weil das soll mir nicht passieren. Wir schneiden das aber gleich einfach kleiner, das passt dann schon. Und jetzt möchte ich da Land haben. Was nehmen wir denn da? Dann nehme ich jetzt noch ein Gelb dazu. Ich nehme mal einen zweiten Wassertankpinsel. Und wir gucken mal, das Gelb hier war noch nutzbar. Ob ich da Farbe aufnehmen kann. Das geht. Und jetzt hätte ich gerne den Aquarelleffekt. Jetzt muss ich mal gerade einmal gucken. Dafür, ach komm, ich will nicht immer so eine Schweinerei machen. Ich zeige euch mal, wie man auch professionell eine Leer machen kann. Man packt einfach die Farbe auf irgendeinen Plastikuntergrund. Ich nehme jetzt hier mal einen Acrylblock. Und dann kann ich das Ganze mit ein bisschen Wasser versehen. Und dann mit dem Wassertankpinsel aufnehmen. Und auf die Art und Weise aquarellieren. Und das war sogar ein bisschen wenig Wasser. Na ja, gut, wenn nicht mehr viel Wasser drin ist, kann auch nicht viel Wasser rauskommen. So. Und das darf ruhig auch ein bisschen ungleichmäßig sein, weil die Natur ist ungleichmäßig. Sieht schon mal gut aus. So. Dann versuche ich weiter die Wellen fortzuführen. Achso, an welcher Stelle wollen wir denn die Brandungswellen hinpacken? Passt doch eigentlich sogar tatsächlich sehr gut dahin. Ja, und jetzt verbinden wir. Yay. Ich versuche hier gerade irgendwie eine nutzbare. Mach doch mal die ganzen Fasern zusammen.
Ist auch nicht verkehrt. So, und ja, jetzt mache ich etwas Ähnliches. Das heißt, ich nehme auch hier. Es ist noch die Frage, ob ich hier Wasser hinmache oder ob ich da Gelb hinmache. Pass auf, wir machen das mal eine Kombination aus beiden. Da schneide ich ja gleich eh noch ab. Und dann nehme ich Blau, pack mir das hier auf die Ecke drauf. Habe hier etwas mehr Wasser drin. Nehme das mit dem auf und aquarelliere. Ich weiß auch nicht, ich glaube, ich schaffe es nicht heute, euch zu zeigen, was ich alles in den Päckchen hatte. Das war ja gewünscht worden. Ich kann aber auch schon mal direkt sagen, ich werde im nächsten Video noch mal einmal die Verlosungen aufzeigen, zusammenschneiden, die bereits waren und die bisher nicht eingelöst wurden. Die sich gemeldet hat, das ist die Brigitte, bei der melde ich mich jetzt auch die nächsten Tage. Und dann sind die anderen Verlosungen noch offen. Und die würde ich nochmal alle einmal aufzeigen. Und wenn sich die Leute dann nicht innerhalb von Tag X gemeldet haben, ich weiß schon meinen Fehler, das macht aber nichts, das retten wir auch gleich, dann würden wir tatsächlich neu auslosen. Es ist für mich einmal die Frage, ob wir den Himmel auch noch gestalten wollen oder ob wir den weiß lassen. Den lassen wir. Da machen wir jetzt. Das ergibt zwar keinen Sinn, weil Wolken sind weiß und nicht. Ja, komm, wir machen Schlieren. So, ein bisschen. Sonst ist es zu weiß. Das passt doch. Und jetzt habe ich gleich blaue Fische. Das kriegen wir aber auch mit verschiedener Art und Weise gerettet. Also ich könnte sie jetzt entweder, das mache ich aber nicht, ich stempel sie jetzt wirklich rein. Hier hätte ich sogar einen Strand setzen können, aber ich lasse sie mal schwimmen. Und noch eine Qualle. Das können wir sogar so lassen. Ich hatte jetzt gerade überlegt, dass man da nochmal auch mit Farbe arbeiten könnte. Aber ich glaube, das machen wir gar nicht. Ich denke mal kurz darüber nach, ob ich versuche, jetzt hätte man anders erst das andere kolorieren können. Ihr seht, ich habe inzwischen sehr viele Wassertankpinsel, die verschiedene Farben haben. Inwiefern man hier zum Beispiel versucht, Farbe rauszunehmen, indem man dort nochmal Wasser quasi mit Wasser verdünnt. Aber ich glaube, wir lassen das einfach so. Hier könnte ich mir vorstellen, die ein bisschen einzufärben. Und dann passt das. Das mit dem Spruch, mehr geht immer oder schönen Urlaub, habt ihr dann schon ratzfatz ein Kärtchen gemacht. So, wir schneiden das einmal zurecht. Das hier schneiden wir einfach ab. Dann haben wir eine Breite von 13. Das heißt, ach komm, ich würde noch ein bisschen oben, ein bisschen unten abschneiden, aber gar nicht so viel. Man das Ganze mit einem Rand, da könnte man sogar auch, das ist eine schöne Idee, das machen wir. Wir machen einen Rand. Das ist zu klein. Wartet, lasst mich gucken. Wir haben doch letztes Mal diese etwas größeren Karten gekauft, ne? Dann holen wir die doch mal raus.
habe euch direkt mal das Foto gezeigt, welche Karte ich meine. Die hier passt doch farblich ganz gut. Jetzt gucken wir mal einmal. Da könnte ich nämlich dann tatsächlich größer arbeiten. Und das passt auch. Ich habe noch eine andere Idee. Dass wir gar nicht mit einem Rand arbeiten, sondern... Oder aber wir machen es so. Das ist auch eine Möglichkeit. So machen wir das. Und wir arbeiten aber mit einer Mattung. Also, wir nehmen ein weißes Blatt Papier. Wir arbeiten uns hier mal entlang. Ich möchte einen relativ großen Rand, weil ich das farblich auch sehr schön finde. Dann schneide Auswahl und hier so ist es nicht breit genug, deswegen muss ich es so nehmen. Und wir schneiden dementsprechend dort und dort. Das brauche ich ja jetzt erstmal nicht mehr. Dort und dort. Und da drauf kommt das hier. Und dann haben wir da ein bisschen Platz. Und da setzen wir das hin. So machen wir das. Und ich klebe es noch nicht auf, aber schütze es. Ja, lass mich mal kurz nachdenken. Und möchte das jetzt, das habe ich mir gedacht, so, wenn euch sowas passiert, da nehmt ihr einfach einen Feinliner. Da habe ich ja auch beim letzten Mal, kann ich auch noch mal das Foto einblenden von den Feinlinern, die ich da kaufen konnte. Und dann nehme ich den dünnsten 02er und zeichne das einfach nach. Das ist einfacher, als den Stempel nochmal zu treffen. Und das geht ja gar nicht um hundertprozentige Genauigkeit. Ja, jetzt können wir schon kleben. Sofern ich an meine Klebe drankomme. Wir kleben einmal das hier auf. Ihr wisst, ne, am besten von der Rückseite, wenn eure Unterlage sauber ist. Ich hoffe, ich habe die eben genug trocken gemacht. Ja, bei so, wenn ihr mit Papier arbeitet, bei dem ihr mit Wasser gearbeitet habt, dann ruhig immer ein bisschen mehr Kleben nehmen. Und ansonsten arbeite ich da auch tatsächlich gerne mit doppelseitigem Klebeband. Hier hat sich wieder irgendwas verstopft. Der möchte nicht kooperieren. Ach so, was? Ich habe eine Sache noch nicht geprüft, bevor wir das aufkleben. Mal einmal gucken, ob ich hier einen Zentimeter abschneiden sollte. Einen Millimeter. Ja, ein Millimeter wäre vielleicht ganz gut, weil die immer so schwer rein und raus zu holen sind sonst. Das ist so mein Tipp. Also da reicht wirklich so ein bisschen, damit das Ganze etwas entspannter ist. Und das dürfte jetzt hier keine Schwierigkeit darstellen mit dem Rand. Es ist vielleicht nicht mehr ganz symmetrisch, aber ihr wisst ja meine Einstellung.
Perfekt ist langweilig. So. Tada! Ja, finde ich gut. Also damit kann man halt dann auch solche Sachen dann, solche Collagen oder solche Szenen stempeln. Gut, das zu dem Stempelset. Es war der Wunsch geäußert worden, dass ich zukünftig nicht nur Neuheiten zeige, sondern auch zeige, was kann man mit alten Sachen machen. Das finde ich super, super, super genial und das mache ich auch sehr, sehr gerne. Ihr dürft Wünsche äußern, was als erst, wenn ihr sagt, oh, bitte nochmal mit dem Block oder bitte nochmal mit den Stempelkissen oder du hast noch gar nicht das und das gezeigt. Her damit, dann mache ich das sehr gerne. Wer von euch sieht den Nadel mit dem grünen Knopf? Hier habe ich jetzt irgendwie verschlöselt. Irgendwo wird sie sein. Sie wird wieder auftauchen. Gut, so, dann habe ich gekauft beim Teddy und da habe ich ein Video für euch gedreht, das zeige ich aber beim nächsten Mal. Da habe ich diese Schablone bekommen, die hing falsch. Also ich hätte zwar ein Foto machen können, hätte aber nicht so rasend viel gebracht. Und ich hatte auch direkt eine Idee, in welchem Zusammenhang wir das verwenden, denn ihr erinnert euch, dass wir die Aquarellfarben oder dass ich die Aquarellfarben vom Action ausprobiert habe. Und das Papier, das nehmen wir, es kommt jetzt heute zum Einsatz. Und zwar hatte ich da ja dieses hier ein bisschen ausprobiert. Das hätte übrigens auch perfekt für die Meeresmotive gepasst. Aber ich finde es jetzt auch sehr schön. Ach, guck mal, ist sogar das letzte Blatt. Um da jetzt Karten zu machen. Ich denke kurz darüber nach, ob es Sinn ergibt, dass ich erst die Karten raussuche. Weil das, was damit zu tun hat, wie ich das zuschneide. Was habe ich denn für Karten? Ich habe hier so verschiedene Karten. Das würde mir gut gefallen. Das würde mir gut gefallen. Na komm, das machen wir. So. Jetzt gucke ich mir einmal gerade, was die für ein Maß haben. Seht ihr, nämlich die sind nämlich 16,5. Und dann muss ich nämlich das andere auch größer schneiden. 16,5 mal 11. Bei einem halben Zentimeter würde ich abschneiden. Dann muss es ungefähr 16 sein. Das passt. Und hier wird es ähnlich sein. Ja. Dann schneide ich auch da ungefähr einen halben Zentimeter ab, damit es besser in die Umschläge passt. Und dann würde ich mal einmal den Regenbogen mir hier rausschneiden. Beziehungsweise, was war das? 16 mal 11. Das heißt, wie viel Rand möchte ich denn? Ich werde auf jeden Fall nochmal, also ich würde 0,9, das heißt 10,1 mal 15,1. 10,1 mal 15,1. Das müsste passen, wenn ich denn jetzt noch mit einer Mattung arbeite. Nehmen wir mal Schmierpapier. Habe ich nicht noch Schmierpapier? Habe ich. Ich kann gerade einmal gucken, welche Mattung besser aussieht oder ob überhaupt eine Mattung aussieht. Weiß kommt gar nicht so doll zur Geltung. Wir probieren mal einmal tatsächlich schwarz aus. Ihr seht, das ist von einem Kalenderblatt. Schwarz gefällt mir sehr, sehr gut. Das nehmen wir.
Und dann nehmen wir 4 mm mehr, das heißt 15,5, das muss ich jetzt schätzen. Da nehme ich mal ein bisschen mehr, weil der Rand hier nicht so schön ist, den schneiden wir erstmal ab. Und dann ungefähr 15,5 ist ungefähr da, mal 10,5. Gucken wir uns das einmal an. Und das sieht sehr gut aus. Und jetzt würde ich etwas sehr, 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 sehr simpel Schlichtes machen. Nämlich einfach diese Schablone nehmen, mir ein Motiv aussuchen und das mit Schwarz da drauf tupfen. Fertig. Kann man dann noch passend einen Spruch draufpacken. Die allerbesten Wünsche. Oder gerade an dich gedacht. Oder whatever. Und wir nehmen jetzt einfach mal irgend so ein Schwämmchen und wir nehmen die normale schwarze Stempelfarbe und müssen uns jetzt noch entscheiden. Guck mal, man kann das sogar dann so rum oder so rum machen. Ich würde diese Elfen nehmen und da ich mich kenne, empfehle ich in solchen Fällen immer, am besten verbindet ihr da zwei Dinge miteinander. Und nehmt, das ist vom Action, das Masking Tape. Zeige ich euch mal, wie es im Regal ausschaut. Das gibt es in der Heimwerkerabteilung. Und damit kann man dann perfekt das einmal befestigen. Aber ich möchte eben das Schwarz auch nur dort haben. Und wenn ich gleich loslege, dann habe ich sonst gleich noch die anderen Stellen, wo die nächste Schablone bereits anfängt, unter Umständen mit abgebildet und das möchte ich nicht und dementsprechend klebe ich quasi die anderen Öffnungen der anderen Schablonen ab und meine Empfehlung, weil ich habe da ein besonderes Talent für, auch nochmal einmal den Rand und dann müsst ihr nämlich auch auf nichts mehr achten, das finde ich persönlich immer sehr praktisch und ihr könnt, jetzt muss ich mal gerade gucken, ob das mit einer Stempelfarbe geht. Ja, geht. Und je intensiver ihr es wollt, ihr könnt dann auch mit Acrylfarbe arbeiten, was auch immer ihr möchtet. Wie intensiv es sein soll. Ne? Also je schwärzer, je dicker, desto eindrucksvoller. Ich habe überlegt gerade, ob ich schwarze Acrylfarbe da habe oder schwarze. Habe ich aber nicht. Von daher arbeiten wir jetzt so. Aber ich wollte eh mal häufiger etwas benutzen, was mich immer sehr beeindruckt, wenn ich das woanders sehe. Schaut mal, das war's schon. Ne? Jetzt könnte noch einen Spruch hier hinstempeln. Das habe ich extra auf die Höhe gesetzt, dass man hier den Spruch hinstempeln kann. Den lasse ich aber noch offen. Und jetzt wollte ich euch noch mal zeigen, und zwar gibt es, ich muss mal gerade hingreifen, das nennt sich Diamond Glaze. Ich habe das von Hein Design. Das soll man meines Wissens nicht schütteln, damit man keine Blasen hat. Und damit kann man so einen 3D-Effekt erzielen. Muss man gerade gucken. Oh Gott, das Plastik ist spröde. Es ist zu nah an der Heizung. Es ist schon herb. Ja, vielleicht sollte ich die Dinge nicht an der Heizung lagern. Mal einmal schauen, womit ich da reinporkel. Ob ich eine Nadel nehme oder ein Draht. Was habe ich denn hier greifbar? Auf jeden Fall einen Draht greifbar. Nee, das ist richtig verstopft. Aufschrauben kann ich es. Doch, ich kann es aufschrauben. Wartet.
Frage, ob es noch nutzbar ist, ob ich es nur in eine andere Flasche umfüllen muss oder ob es zu alt ist, aber es scheint noch nutzbar zu sein. Ich brauche nur definitiv eine neue Flasche, weil das ist zerbröselt. Dafür habe ich es jetzt einfach schon zu lange und zu selten benutzt. Und deswegen finde ich diese Idee von, liebe Leute, wir kaufen in unserem eigenen Bastelzimmer ein. Ich werde nächstes Mal die ganzen Kommentare von euch mal posten. Und dann gehen wir das mal durch. Ich glaube, dass wir damit jetzt nicht arbeiten können werden, weil ich das jetzt nicht mehr wirklich draufgeschraubt bekomme. Ja, da muss ich mir was einfallen lassen. Was werdet ihr dann beim nächsten Mal sehen? Da werde ich mir was einfallen lassen. Aber damit kann man halt immer so einen 3D-Effekt erzielen. Das finde ich ganz schön. Das kann man übrigens auch mit Klebe erreichen, der durchsichtig trocknet. Dann probieren wir das doch mal, ne? Wenn wir schon davon sprechen. Wir nehmen jetzt einfach mal so einen Kleber. Der ist jetzt übrigens von Woolworth. Ich gucke mal, ob ich das Foto noch habe. Dann setze ich das hier hin. Und, oh. Moment. Moment, muss ich verstehen. Wie soll das funktionieren? Na gut, dann nehmen wir den All-Purpose vom Action und testen das mal damit aus. Es dürfte dann nicht ganz so doll glänzen, aber es dürfte eigentlich ebenfalls einen 3D-Effekt geben. Ich bräuchte eigentlich... Warum mache ich es mir eigentlich so kompliziert? Sag doch was. Kind, du hast so eine Präzisionsklebeflasche. Ja, natürlich. Warum nehme ich denn nicht die? Kann ich doch viel besser mit arbeiten. Was soll das eigentlich sein, diese drei Punkte? Das ist mir noch nicht ganz klar, aber wir haben sie jetzt mitgenommen. Zeig mir noch mal die Schablone. Ich hatte das als Schmetterlinge gedacht. Aber es ist nicht so richtig definierbar, oder? Wir nehmen das so hin. So. Ist irgendwas Hartes. Das Tolle ist, man kann das ja tatsächlich dann entfernen. So. Das lassen wir jetzt mal schön trocknen. Und dann nehmen wir noch, sieht schon mal cool aus, oder? Seht ihr das? Ja, das kann man gut sehen. Das dauert natürlich jetzt, bis das trocken ist. Muss ich irgendwo hinpacken, dass die Katzen nicht drauf trupseln. Und dann nehmen wir noch hiervon. Nochmal. Ich schneide das mal hier ab. Und dann schneide ich es dort. Wir hatten gesagt 10,1, ne? Mal 15,1.
Frage, ob wir das Grün eher weghaben wollen. Aber ich glaube, ich lasse dann nehmen da sogar das Grün. Und da könnt ihr jetzt halt nochmal irgendwas machen. Vielleicht machen wir doch was anderes mit. Ich nehme jetzt nicht die gleiche Schablone nochmal. Aber wir haben das schon mal zugeschnitten für nächstes Mal. Gut. Verlosung, habe ich schon was zu gesagt, machen wir beim nächsten Mal. Dann habe ich gesagt, ach genau, ich wollte euch sagen, ich komme am Dienstag in die Röhre. Da wird dann geschaut, ob tatsächlich mit der Halswirbelsäule das schlimmer geworden ist. Ich bin auch am Dienstag nochmal beim HNO, dass wir da auch nochmal gucken, ist es besser oder schlimmer geworden oder gleichbleibend gefühlt? Ich glaube, es ist gleich. Zwischendurch habe ich das Gefühl, es ist eher schlechter wie besser. Wir schauen einfach mal, was der Hörtest ergibt. Für diejenigen, die dieses Video als erstes sehen, ich hatte beim letzten Mal erzählt, dass ich einen beidseitigen Hörsturz habe. Solange ich alleine bin, bereitet der mir nur insofern Schwierigkeiten, weil ich halt höre, als ob ich Watte in den Ohren hätte, gleichzeitig unter Wasser wäre und halt einen Dauerton wie früher vom Testbildschirm, nur schriller. Könnt ihr im Internet tatsächlich gucken. Ich hatte dann versucht, mich zu erinnern, wie schrill war dieser Testton vom Testbildschirm, wenn früher das Fernsehprogramm zu Ende war. Und das könnt ihr euch tatsächlich, bei YouTube gibt es das, diesen Testbildschirm mit dem Ton und den in Schriller. Das ist das, was ich zurzeit habe. Was ich aber vor allen Dingen habe, ist, dass ich keinerlei Richtung mehr orten kann. Das weiß ich nicht, ob das normal ist, wenn man halt auf beiden Ohren Höreinschränkungen hat. All das sind Dinge, die ich nächste Woche kläre. Und für mich ist es extrem unangenehm, wenn ich Geräuschkulisse von verschiedenen Seiten habe. Ja. Das müssen wir jetzt rausfinden. So, Verlosung hatte ich gesagt, Gesundheit habe ich gesagt. Ich habe sehr, sehr viele schöne Geschenke bekommen. Die zeige ich beim nächsten Mal und ich beantworte beim nächsten Mal ganz viele Kommentare, denn da habe ich einiges vorbereitet. Dann haben wir heute jetzt so gesehen nur, ach komm, da pass mal auf, dann machen wir noch diese Karte insofern zu Ende, dass wir sie zumindest aufkleben. Das können wir ja noch machen. Jetzt können wir uns noch entscheiden, ob wir die oder die Farbe nehmen. Ich sollte eigentlich die sein. Ja, die ist auch besser. Und ich würde, glaube ich, den Gruß sogar auch in dunkel, also in weiß mit Embossing stempeln und mit dunkel draufsetzen. Aber man kann, ich könnte es auch mit mir vorstellen, mit schwarz zu stempeln. Man muss jetzt hier ein bisschen vorsichtig sein beim Aufkleben, dass ich da nicht noch irgendwie was versaubeutel. Also da kann ich jetzt nicht umdrehen und andrücken. Kann ich schon, aber mit den entsprechenden Konsequenzen. Ich glaube, man kann hier auch noch mal wirklich mit dem Feinliner. Das sehr genau angehen. Ah, es fängt schon an zu trocknen. Von daher lassen wir es doch. Jetzt soll das einfach so trocknen. So. Genau, ihr dürft Wünsche äußern, mit welchem Material ich vor allen Dingen in nächster Zeit arbeiten soll. Und ihr dürft mir verraten, was diese drei Punkte sein sollen. Jongliert die Elfe? Ich weiß es tatsächlich nicht. Und ansonsten wünsche ich euch ein wundervolles Osterfest. Ach genau, ich wollte euch noch sagen, es gibt demnächst ein 2 Jahre altes Video von mir. Ich habe mich entschieden, das online zu stellen. Ich habe vor 2 Jahren, das ist jetzt kein Gag, das werdet ihr auch feststellen, wenn ihr das Video seht, 10 Büchertipps für euch aufgenommen. Und ich wollte das immer noch mal neu drehen, weil ich irgendwie nicht zufrieden war. Und ja, also ja, es ist nicht perfekt, aber wir wissen doch, perfekt ist langweilig und nichts, wonach es zu streben gilt. Kann ich nicht immer nur von reden. Also zeige ich auch unperfekte Videos. Kennt ihr ja eh von mir. Von daher wird es demnächst ein Büchervideo von mir geben. Und ja, alles andere hatte ich gerade schon gesagt. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss.